Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir sind hier in der Kehlklippenmühle. Und da ist doch keine Tür, ich dachte hier wäre eine Tür. Und zwar in so einem, ja, das war... Warte. Moment mal. Nein? Da ist wer. Okay, warte, den Magier zuerst. Du hast dir die falsche Feinde ausgesucht, Mann. Schlampe-Elende! Das wirst du bereuen! So. Komm, stirb doch einfach! Endlich! Endlich alle hier erledigt. Das war auch Ende der Folge richtig schlimm mit denen. So. Was haben wir denn hier? Nichts. Okay. Kann ich mich jetzt endlich hier frei erkunden? Umsehen. Oh. Hier sind noch mehr. Gift des langen Leidens. Wenn er mir nochmal so kommt, er eins auf ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist. So, den wieder weg. Vielleicht einmal kurz speichern, bevor wir wieder entdeckt werden. Und da wieder 1000 Einheiten gesagt, sind. Er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Nur ein Wildmagier. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ob er in der Lage ist, mich zu sehen, zu hören. Ich hoffe, der ist so doof. Okay, der ist... Der hat mich vorher entdeckt. So. Der ist aber gut verwehrt. Ich hatte gehofft gehabt, ich könnte den vielleicht da runterlocken. Hier hatte ich alles. Hier dürfte jetzt hoffentlich wirklich niemand mehr sein. Strab des Feuerballs wieder. Sterlingspfeile. Groschen. Charisma-Trank Standard. Wie sieht das jetzt eigentlich mit Dings aus? Bei 17% Arkanistenfieber. Nice. So, gibt's hier noch was? Ich glaube, hier könnte noch mehr sein.
Wenn, dann lock ich einmal raus. So. Öffnen Klippe von Nebelheim. Ah, okay, jetzt kam ich hier oben raus. Ach nö. Alter. Die müssen aber auch einen richtig auf den Sack gehen. Und das auch immer so übertreiben. Hier haben wir noch eine Truhe. Okay, hier draußen war jetzt nur der eine. So, dann ist jetzt die Frage in dem Gebäude. Ist da noch jemand? Einmal kurz vorsichtshalber speichern. Die Kehlsteinmanufaktur entdeckt. Ich glaube, die Leersalze nehme ich doch mal mit. Ja, so ist gut. So, perfekter Tod. Die hat aber nichts mehr von Wert für uns. So, zuerst da rein oder in das Gebäude? Ich will zuerst vielleicht in das Gebäude, in das kleine hier. Kleines Depot. Mal gucken, was da drinnen gibt's. Vorsichtshalber vielleicht noch speichern. Mann. Trotzen die hier auch alle? Natürlich muss ein Wildmagier dann dazu sein. Immer eine Wildmagier. Warte mal. Nein! Autsch. Sieht man die Taumeln auch? Das werdet ihr bereuen! So, ist die Vagabundin? Da ist ein Vagabund. So. Der hat eine krasse Stimme. So, dann wir wieder was sehen. So, 15 Stahlpfeile.
Eine Wildmagierin. Ah, das hat was an Wert und wiegt nicht viel. Lag hier nicht noch eine Person oder ist die dazwischen durchgefallen? Super. Ich glaube, da komme ich nicht mehr ran. Oder komme ich da noch ran? Sie ist für uns unerreichbar. Unerreichbar geworden. Super. Gehen wir mal weiter. Trankmischertrank einfach. Schmuckschatulle. So, komm. Okay, ist auf jeden Fall links. Nice. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Okay, mehr ist hier nicht. Schade eigentlich. Ich hatte jetzt mehr erhofft. Aber gut. Dann gehen wir jetzt in das große Gebäude. Und wieder hier drauf. Mal gucken, was es da gibt. Hier ist ja noch ein Gebäude. Obwohl in den... In den kommen wir nicht. Kehlsteinverarbeitungsanlage. Hier gibt's Ratten. Muratten, Entschuldigung. Na, außen ausgewachsen, okay. Zauberbuch Winterhaut, Rang 1, Münzhaufen, Assassinenschuhe, Sternlingshandschuhe. Wir müssten eigentlich, sobald wir wieder nach Hause kommen, ordentlich Geld verdienen dadurch. Ob wir hier jetzt alles eingesammelt haben, seit dem letzten Mal, wo wir verkaufen waren. Und bis zur Läuterung haben wir ja auch gefühlt alle Zeit der Welt. Einzelteile, was ist das denn? Monatsbericht. Nachdem Vatyren aus dem Düstertal die Holzverarbeitung gestürmt haben, beauftragen wir die Magier, das Gelände zu sichern. Sie beschwören ein Schlammungeheuer, das die Bestien auf Distanz hält. Wichtig ist, dass wir alle Männer und Frauen, die nicht für die Verteidigung zuständig sind, Material schürfen. Wir müssen fertig sein, bevor die Stahlkrabben nächsten Monat mit einem neuen Schürfertrupp zurückkehren. Okay, Kehlsteinmanufaktur Mine. Treffen wir hier jetzt auf was Süd? Alter. Hab ich mich erschrocken. Propheten, da war was. Jo, jetzt habe ich gleich ein Problem. Geschlossen. Ich könnte die Fallen nutzen. Die da reinlocken.
Ich habe auf jeden Fall eine Idee. So. Den anderen hole ich auch noch dazu. Oder auch nicht. Beim Arsch des Propheten, da war was. Ich versuche die wirklich hier hochzulocken. Wer ist denn, dass der hier hochgekommen ist? Mist. So. Komm. Ach, jetzt kann ich das Ding bewegen. So, aber das Ding macht irgendwie gefühlt gar keinen Schaden bei denen. Oder der hat sich geheilt. Und all die Pfeile von mir, die hier rumliegen. Sind doch ein paar mehr. Trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Hab es satt, in meine Waffe zu nehmen. So, ich hoffe, die hat was, was mir weiterhilft, weiterbringt. Die Dinger sind nutzlos. Außer ich krieg den Schaden. Ich trete drauf, dann. Hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausbringen. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Natürlich. Da sind noch vier Leute.
Die hat aber nichts. So, menschliches Herz, Stahlpfeile. Okay, der ging aber flott. So, Karotte. So, nochmal Pulverfass. Das goldene Haus hatten wir schon. Handwerkskunst, nice. So, einer müsste hier noch sein. Noch gelacht hatte, kurz bevor drauf geht. Nice. So, Lederhaut. Zieh ich ihm. Habe ich ihm die Haut abgezogen? So, Essen nehmen wir mit. Apropos Essen. So, Stück Käse. Noch ein Apfel. Das da? Malachiterz. So, komm. So, Schädel weg, Stahlpfeile. Ist eine geile Mine auf jeden Fall. Rubin. Perfekt. Werkzeugkasten. Lass ihn mal. Nehme ich mal nicht mit. Anführer Baldor. Nein. Kratzer. Das war schon alles. Wer hat denn nicht drauf? Wie der Biss eines Flohs. Jo, nice. So. Griff des Wanderers. Nehme ich mal mit. Runenküras, Runenschild, Runenstiefel, Runenstreitkolb, Silber Stahlschlachtaxt, Wegestreuen Handschuh. Wegestreuen Handschuhe? Das sind die Ebenerzdinger. So, was ist das? Hüterbogen des Arkanzorns. Warte mal, der macht 20 Schaden und mein Skaragbogen auch 20. Gewicht 7. Gewicht 11. Würde ich den hier lieber nehmen? Statt. Okay, nice. Hat sich gelohnt, hierher zu kommen. So, Aufzeichnungen. Beim nächsten Vollmond werden wir die Lieferungen über den alten Nebelheimer Hafen abtransportieren. So sollten wir verschwunden sein, bevor die Stahlgraben wiederkommen. Ich habe die Befürchtung, dass die merkwürdige Ruine, auf die wir gestoßen sind, noch viel eher ihr Interesse wecken wird. Angeblich untersuchen sie seit einiger Zeit diese Orte, deren Betreten sie eigentlich verbieten. Ich habe die Männer und Frauen angewiesen, einen großen Bogen um die Ruine zu machen. Sie ist merkwürdig. Es ist, als ob uns etwas Lebendiges zusehen würde. So, Brot kann ich nicht mitnehmen. Das kann ich nicht aufmachen. So, erlesene Wildmagierrobe.
So, Pulverfass. Warte mal, kann ich mir eben... Okay. Das sind die Ebenerz-Dinger. Eine Windwurz. Was haben wir hier? Wasseratmung Rang 2, Skelett. Von wo kommt der denn her? Ging's hier denn raus? Wo geht's hier raus? Bin ich blind oder doof? Oder beides? Ach, hier. Okay. Okay, hat sich doch gelohnt, hier reinzugehen. Das ist jetzt so die Frage, wie komme ich hier raus? Jetzt ernsthaft, wie komme ich hier raus? Da. Grünen Apfel. Für den grünen Apfel. Essen ist immer wichtig mitzunehmen. So, und was für eine Ruine haben die gefunden gehabt? Warte mal, was war das? Wegestreuen Handschuhe. Gibt es auch wegelosen Handschuhe? So, aber bald haben wir das hier auch durch. Das Gebiet. Wir müssen halt nur noch zu der Mine und zu diesem Zeichen da. Obwohl, hier könnte noch ein bisschen was sein. Und danach den Kristallwald. Nordwindgebirge glaube ich noch nicht. Da könnte es noch ein bisschen zu schwer sein. Nach Kirchstein Holzwerk. Ich gehe erst in die Hütte rein. So, perfekt. Ambrosia, nice. Bitterbrandwein. Leersalze. Apropos, wir haben ja Zauberbücher, glaube ich, eingesammelt gehabt. So, Winterhaut, Rang 1 habe ich noch nicht gelernt. Keller. Erst einmal von so einem Ahnengeist überfallen. So, Zauberbuch Bogen beschwören, Rang 3. Bauplan. Oh, Kristallmünzen. Aber ernsthaft, wofür sind die Kristallmünzen? Set des Nordens, Spuren des Nordens. Rolle Onduses Schlüssel, nehme ich auch mal wieder mit.
Und wir müssen jetzt gleich wieder verlassen. Was lernen wir? Komm, lernen wir trotzdem. So, zwei Äpfel. Okay, das hat nicht gereicht. Erstmal eine Breze, komm. Und rein da ins Holzwerk. Okay, hier könnten wir Türen sein. Ja, hier sind wir Türen. Nee, lassen wir. Brauchen wir nicht. Wie gut ist denn unser Arkanzornbogen? Jetzt gleich muss ich die Flucht machen. Kommt hier hoch? Eselchen, geh. Ich wollte jetzt nicht. Nein. Nein, komm. Ich glaube, das könnte ich doch noch schaffen, zu überleben. So, die Pfeile nehme ich wieder mit. Okay, mein Esel geht's noch gut. Okay. So. War aber auch wagemutig von mir, da reinzugehen. Wir waren da aber auch noch nicht fertig. Hört sich so an, als wären hier immer noch irgendwo was Türen.
Ich hoffe, hier gibt's aber keine mehr. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das nutzen wir. Genesungstrank nehmen wir mit. Pfeile. Pfeile immer schön mitnehmen. Malachit und Eisenerz. Da gibt es zwei Wattüren irgendwo. Mist. Ich sehe nichts. Kann ich... Nein! Vielleicht den und den? Da kommt man nicht hoch. Immer so viele Türen. Komm ich da hoch? Ich komm da gar nicht hoch. Au. Nee. So. Ach, und bei dem haut er ab, sobald ich den Bogen ra... Also, sobald man den Bogen zückt, hauen die ab. Ich will da nach oben. Hallo? Irgendwo müssten die doch in Reichweite sein. Dass die sich aber auch immer so verstecken. Ich hoffe, der steckt da fest. Ja. Bitte bleibt weiter da. So, den ersten haben wir. Okay, für ihn bin ich jetzt in Reichweite.
Okay. Kollegen da? Da ist ja noch einer. Irgendwo. Nur wo ist der? Sehe nicht. Ach, hier. Alter, war das ein Gemetzel. Ich glaube, das ist der untere Eingang, kann das sein? Und ich will nicht wissen, wie viele Türen da noch sind. Wir brauchen mehr Brezel. So, Fackel nochmal ausrüsten. Echt, aber sehr viele Türen. Wie soll man gegen so viele eigentlich ankommen, wenn man nicht die Strategie macht, die ich gemacht habe? Zuerst in die Richtung. Habe ich überhaupt gespeichert? Ich glaube nicht. Da hinten ist noch eine Wartür. Der Richter des unbekannten Reisenden Band 3. Nehme ich mal mit. Band 2 des unbekannten Reisenden. Ich freue mich schon, sobald wir wieder in Ark sind. Dietrich Groschen, Frostsalze, Malachiban. Das hat mich entdeckt. Schön toll. Der ist wegen dem Kreis so schlimm. Hat aber nichts. Wenigstens eine Eispranke. Groschen.
Set des Nordens, Augen des Nordens. Apropos Set. Ist leider nicht besser als unser aktuelles. Eisenerz. Ich habe da was gesehen. Noch ein Wartür. Zwei Wartüren. Das ist der Wartürenführer, okay. Okay, beide besiegt. Ring des Bollwerks. Was wird? Ich hoffe, hier gibt es keine Wartüren mehr. Was haben wir denn hier? Oh! Noch ein Wildmagier Kapuze der Magie. So, pyrrhische Stiefel des Gurken. Silber Stahlkriegsachse des Feuerzorns. Kann man verkaufen. Wie viel tragen wir schon? Ah, okay, wir haben noch ein bisschen Platz im Rucksack. Alter, wo? Das ist ein riesen Labyrinth hier. Und dann 1 Million von den Wartüren. Leuchtet irgendwas lila. So. Säge, Einzelteile, Werkzeugkasten. Nicht lila, grün leuchtet hier. Sind aber nur die Schimmerpilze. Ja, wenigstens den Wartürenanführer haben wir schon erledigt. Ach, das ging im Kreis, okay. Und wo geht's wieder raus? Da lang? Ich glaube schon. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, wir haben das schon vollständig erkundet. Das ist der untere Eingang, kann das sein?
Ja, das ist der untere Eingang. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Türen, die dort sind, besiegt. Dass da jetzt keine mehr sind. Wohin führt der Weg hier runter? Ich glaube, das Ding, was ich da sehe, ist da oben. Ich wollte schon sagen, stecke ich da jetzt fest? So, dann ist die Frage, wie komme ich da hin? Und warte mal, wo genau? Ah, hier sind wir, bei der moosigen Schlammgrube. Okay. Immer diese Waldelementare. So, massive Truhe. Nein! Ja, ich war jetzt zu sehr neugierig, anstatt abzuwarten, bis ich wieder regeneriert bin. Obwohl, die lassen mich jetzt eigentlich in Ruhe. Ich hoffe, die sind nicht. Ich hoffe, die sind nicht in der Lage, hier hochzukommen. Doch. Mist. Okay, das wird funzen. So, und die hauen ab. Wir können nicht schlafen, wenn Feinde in der Nähe sind. Ja, super. So, ich hoffe, ich werde die jetzt los. Wenn die
würde jetzt wirklich zu gerne mein Leben aufladen. Denn mit so wenig Leben möchte ich ungern da jetzt kämpfen. So. Wie viel kann ich jetzt tragen eigentlich? 492. Fast eine halbe Tonne. Ich würde sagen, wir machen hier dann vielleicht in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.